Nach den Amphibien schauen wir uns nun die Gruppe der Amniota bzw. der Nabeltiere an. Dazu zählen unter anderem die Säugetiere, die man auch Mammalia nennt. Wie man Säugetiere von den anderen Wirbeltiergruppen unterscheiden kann, seht ihr jetzt. Die Gruppe Amniota beinhaltet zwei Großgruppen, die Synapsida und die Sauropsida. Wir drücken es mal vereinfacht aus, damit das Ganze hier nicht zu kompliziert wird. Von den Synapsida sind alle am Arsch, bis auf die Säugetiere. Bei den Sauropsida sind auch fast alle im Eimer. Was von dieser Gruppe noch übrig geblieben ist, bezeichnen wir heute als Reptilien und Vögel. Die kommen aber erst später dran. Jetzt geht's erstmal um die Säugetiere. Mammalia kommt vom lateinischen Mama, was so viel wie Brust oder Zitze bedeutet. Klingt logisch, denn das Hauptmerkmal der Säugetiere ist, wie der Name schon sagt, dass die Nachkommen nach der Geburt gesäugt werden. Vor der Geburt wäre auch ein bisschen tricky, glaube ich. Beispiele für Säugetiere sind Buckelwale, Igel, Kühe, Delfine, Fledermäuse, Menschen, Ratten, Kängurus, Hunde und so weiter. Yep, Wale und Delfine sind Säugetiere und keine Fische, denn sie besitzen keine Kiemen. Außerdem säugen sie ihre Nachkommen, was bei den Fischen nicht vorkommt. Insgesamt gibt es etwa 5500 Säugetierarten und fast alle weisen die gleichen Merkmale auf. Säugetiere besitzen eine Haut, die mit einem Fell bzw. mit Haaren aus Horn bedeckt ist. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen. Schuppen- und Gürteltiere besitzen neben der säugetiertypischen Körperbehaarung auch harte Hornschuppen. Alle Säugetiere, ob an Land, im Wasser oder in der Luft, atmen über eine Lunge. Kiemen sind nicht vorhanden. In der Regel sind sie lebend gebärend, also vivipar. Es gibt aber auch hier Ausnahmen. Das Schnabeltier und der Ameisenigel zählen zu den wenigen eierlegenden Säugetierarten. Säugetiere sind gleichwarm. Sie können ihre Körpertemperatur selbstständig konstant halten. Außerdem besitzen Säugetiere das komplexeste Gehirn aller Lebewesen. Benutzt also euers, wenn's geht, auch dementsprechend. Bis auf die Fledermäuse sind alle Säugetiere flugunfähig. Ein weiteres Merkmal sind die drei Gehörknöchelchen Hammer, Amboss und Steigbügel im Mittelohr. Also falls ihr mal im Garten ein Mittelohr mit den drei Gehörknöchelchen findet, könnt ihr davon ausgehen, dass es einem Säugetier gehört. Alle Säugetiere besitzen vier Extremitäten, auch wenn sie bei manchen Tieren wie dem Blauwal und der Fledermaus verkümmert bzw. verändert sind. Die Mammalia findet man überall, im Wasser, in der Luft und vor allem an Land. Und das schon seit etwa 125 Millionen Jahren. Vorhin haben wir die Sauropsida erwähnt. Mit denen geht's im nächsten Short-Video weiter. Dazu einfach die Playlist weiterlaufen lassen. So Leute, ganz wichtig, klickt jetzt hier zum Special-Video von uns. Wir sind gerade dabei, die geilste Nachhilfeplattform Deutschlands zu entwickeln und brauchen dazu eure Meinung. Ansonsten haut rein Leute, macht's gut und bis gleich. Ciao.